Aber wie konnte es zur Verunreinigung der Atemluft kommen? Dieter Scholz, Professor für Flugzeugtechnik, erklärt, wie so etwas möglich ist. Ein Triebwerk ist ja so aufgebaut, dass man vorne den Kompressor hat, dann die Brennkammer und hinten die Turbine. Und vom Kompressor wird die Luft dann abgenommen. Man versucht ja, möglichst preiswert zu bauen. Und jede Komponente, die man noch extra an Bord hat, kostet ja wieder. Und den Kompressor für die Turbine hat man sowieso. Also zapft man da Luft ab und nutzt die und macht das mit der Komponente, die ohnehin schon da ist. Das Problem besteht nur darin, dass jeder Kompressor, den ich habe, natürlich auch Lager hat. Und die Lager müssen geschmiert werden. Und da sind Dichtungen, die sind vielleicht nicht 100% dicht. Und das macht die Probleme. Belastende Stoffe könnten so ungefiltert in die Atemluft gelangen. Gefährlich ist vor allem die Hitze. Wir haben ja durch die Verdichtung extrem hohe Temperaturen. Und also 500 Grad, um mal eine Größenordnung zu nennen. Bei diesen Temperaturen, da verbrennt das Öl ja. Das heißt, wir haben da verrückte Mischungen, Verbrennungsrückstände. Deshalb kommt es tatsächlich zu einem Fume-Event, können die Folgen schwerwiegend sein.